Sieg durch den Tod. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Lukas 23, 46. Sowohl die Geburt als auch das Leben und das Sterben Jesu waren einzigartig. Lukas teilt uns seine ersten Worte mit, die im Wort Gottes von ihm als Mensch aufgezeichnet sind. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Lukas 2, 49. Der gleiche Evangelist hat auch die letzten Worte Jesu vor seinem Sterben aufgeschrieben. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Er ruhte nicht, bis er das, was er als 12-jähriger Junge ankündigte, vollständig erfüllt hatte. Seit mehreren Stunden befand sich der Sohn Gottes inzwischen in den Händen der Menschen. Seinen Jüngern hatte er vorher bereits mitgeteilt, dass er in die Hände von Sündern überliefert werden würde. Matthäus 26, 45. Es waren die grausamen Hände dieser Gesetzlosen, die ihn schließlich ans Kreuz schlugen. Apostelgeschichte 2, 33. Das alles war nun vorüber. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, dass er seinen Geist den treuen und mächtigen Händen seines Vaters übergab. Was für ein Kontrast! Die 3 Stunden der Finsternis lagen hinter ihm. Doch eine Rechnung war noch offen, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 6, Vers 23. Er musste sterben. Daran ging kein Weg vorbei. Um den zu besiegen, der die Menschen durch die Macht des Todes in Angst und Schrecken versetzte, musste er selbst in den Tod gehen. Hebräer 2, Vers 14. Deshalb übergab er den Geist. Ein wunderbares Ereignis seines Todes hatte er bereits dem Räuber am Kreuz angekündigt. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Lukas 23, 43. Durch seinen Tod ist für die Gläubigen der Tod, der für Ungläubige der König der Schrecken ist, aus Hiob 18, 14, das Eingangstor zum Paradies geworden. Wie stark ist dein Verlangen danach, diese Welt hier hinter dir zu lassen und bei Christus zu sein? Philipper 1, Vers 23. Der große Hirte, der sich bis heute jeden Tag um dich gekümmert hat, wird auch bei dir sein, falls Gott möchte, dass du an seiner Hand durch das Tal des Todesschattens gehst. Psalm 23, Vers 4. Deine Zuflucht ist der Gott der Urzeit und unter dir sind ewige Arme. 5. Mose 33, 27. Seid reichlich gesegnet.